Hallo und herzlich willkommen bei kondensatorschaden.de. Heute baue ich einen Schmelzofen für Aluminium und mache erste Gussversuche damit. Für den Ofen verwende ich eine leere 5 Liter Bierdose. Da die Öffnungen doch relativ klein sind, habe ich selbst Hand angelegt und diese mit dem Winkelschleifer auf Nennmaß gebracht. Nachdem der Deckel geöffnet wurde, braucht es noch ein seitliches Loch für den Gasbrenner. Eine zweite, kleinere Dose wird mit Zeitungspapier umwickelt, um den eigentlichen Schmelzofen zu formen. Nachdem dies fertig ist, geht es daran, den Kessel zu betonieren. Hierfür verwende ich ein Gemisch aus Schamottemörtel, Quarzsand und Zement in gleichen Teilen. Anschließend langsam Wasser zugeben und alles gut vermengen. Der Mörtel sollte nicht zu feucht sein, sonst dauert die Trocknung zu lange. Wenn der Ofen komplett befüllt ist, muss er nun aushärten, mindestens 24 Stunden lang. Während der Beton trocknet, widme ich mich der Gussform. Die Form besteht aus reinem Gips und ist ein Einwegprodukt. Als Gussform dient eine Plastikschale, die mit Papier ausgekleidet ist. Ein Fehler, wie sich später noch herausstellen sollte. Als Strukturtest dient ein kleiner Schlüsselanhänger und um etwas größere Mengen zu gießen, forme ich mit einem alten Schloss eine Barrenform. Das eigentliche Testobjekt sollte diese Schraubmutter werden. Da sich jedoch schon die eine Hälfte nicht gut lösen ließ, werde ich hier wohl separat eine Form anfertigen müssen. Nach dem Aushärten und dem Entfernen der Mutter sieht man, wie gut die Formen geworden sind. Eine sehr feine Oberfläche mit nur wenigen Löchern. Alle Details sind gut erkennbar. Bevor es ans eigentliche Schmelzen geht, muss noch der passende Schmelztiegel her. Diesen biege ich aus einer leeren Konservendose, in die ich seitlich zwei Löcher mit der Zange kneife. Anschließend noch per Hand einen Ausguss formen, fertig. Befestigt wird der Tiegel mit einem Drahtkleiderbügel, aus dem ich zwei Haken gebogen habe. Als Schmelzmaterial dienen die Reste von vergurkten Projekten, alte Kühlkörper und andere Aluminiumreste, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Diese werden in den Tiegel gefüllt und ab geht es zur Feuerstelle. Hier seht ihr nun den getrockneten Schmelzofen, der Beton ist komplett erhärtet und einsatzbereit. Nachdem der Tiegel eingehangen ist, wird der Gasbrenner gestartet und der Ofen auf Temperatur gebracht. Am Schmelztiegel sieht man gut, wie schnell es im Inneren heißer wird. Die Dose verfärbt sich und glüht schon bald im unteren Bereich. Nach einigen Minuten beginnt das Aluminium zu schmelzen. Wenn das Aluminium unter Umrühren vollständig geschmolzen ist, kann gegossen werden. Aber so wie das ist, es passieren immer Dinge, die nicht vorhergesehen waren. Ich habe in der Eile vergessen, die Form gerade auszurichten, weshalb das Aluminium nach unten geflossen ist und schlagartig die Restfeuchtigkeit im Zeitungspapier zur Explosion brachte. Wieder mal ein Beispiel, das belegt: Safety first. Und hier seht ihr nun das Ergebnis meines ersten Gussversuches. Der Tiegel ist relativ hinüber und vollkommen ausgeglüht. Da solche Dosen aber ohnehin als Abfall anfallen, ist das ja kein Problem. Mit der Zange lässt sich das große Gussteil leicht entfernen und sieht auf den ersten Blick gut aus. Zwar ist von dem Barren nicht mehr viel übrig geblieben, mit dem Schlüsselanhänger bin ich aber für den ersten Gussversuch relativ zufrieden. Es sind keine großen Lunker zu erkennen und die wichtigen Details sind gut ausgeprägt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video.